Oh krass, du bist ja schon drin, hey. Konntest du da einfach reinjoinen? Einladungen über Discord schicken. Unten bei der Nachrichtenleiste hast du das Plus. Da kannst du zum Beispiel einladen, Ach falls so, du mit denen Discord sprechen hat willst. einfach gesehen, ich spiele und du konntest dann rein, oder wie? Nee, ich hab's einfach in-game Freundesliste. Okay, warte kurz. Warte mal gerade, geht mein Stream? Kommt bei Heli, Ja, dürfte geht. hochwerden. Okay, so. Ich habe nämlich auch gerade noch mal ein Käffchen gemacht. So, warte mal. Okay, das ist ja schon mal geil. Können wir eigentlich trotzdem AI haben? Oh, warte mal Nee, gerade, ich. habe ich gerade nachgeschaut, kann man nicht. Okay, warte mal gerade, ich muss hier noch ein paar Sachen einstellen. Da fliegt gerade ein Hubschrauber. Ja, Aber. deswegen habe ich mir ja schon hingedeckt gehabt. Okay. Oh Mann, hey. Ich habe nämlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass du mir noch antwortest. Ich freue mich natürlich, aber jetzt habe ich mich extra beeilt, weil du ja nur eine Stunde Zeit hast. So, jetzt musste ich hier noch auf die Schnelle meinen Stream und alles einstellen. Bin jetzt gerade hier noch dabei und nebenbei brodelt mein Kaffee und da muss ich gerade noch jemanden. Moment. Drüben eine Antwort rüberschicken, weil ich gerade in einer Online-Gespräch höre. So, okay, hörst du mich noch? Ja, oder? Ah, super. So, jetzt schnell in die Küche. Ah, cool, dass es noch geschafft hat, Markus. Wie war dein Tag so? Was hast du heute gemacht? Oh, na schön, gerade noch ein bisschen kurzer. Ja, Forza Horizon wahrscheinlich, gell? Okay. Ich sehe gerade, du hast die gleichen Missionen wie ich aktiv. Das ist gut. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch noch am Anfang. Ich bin ja eh so ein langsamer Spieler. Oh, ich muss mein Tablet noch anmachen. Das Oh, wow, Bruder was gegen ist? Bruder habe ich bei mir mittlerweile raus, dann einfach weil ich die Stufen nicht habe. Was hast du raus? Die Mission Bruder gegen Bruder habe ich bei mir raus, dann derweil. Du, ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung. So, jetzt bin ich einsatzbereit hier. Ich stehe mal auf, ich muss mich erstmal wieder einarbeiten. Ich habe jetzt schon vor lang nicht mehr gespielt, nur dem letzten Mal kurz, aber zu zweit ist das cool. So, was machen wir? Erstmal hallo. Du siehst ja ähnlich cool aus wie ich hier. Ich habe schon bei mir einen Aufnäher von Österreich drauf. Cool, was habe ich drauf? War von Ubisoft, ah ja. Ubisoft. Ja, habe ich aber extra gemacht, finde ich irgendwie lustig. Ach, du bist eine Frau, oder? Jupp. Nee, doch. Ah ja, cool, eine asiatische. Ja, warum nicht? Der ist so asiatisch angehaucht. Hi Max Trubach, guten Abend. Grüß dich. Ja, wie sieht's das aus, was wir mal machen? Für mich komplett neu hier im Koop, aber ich muss sagen, ich finde es geil, weil, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ach, keine Ahnung, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock mit dir zu zocken. Würde ich es jetzt alleine spielen, dann würde ich wieder sagen, na ja, ganz okay oder so, aber auch nicht mehr. Kann ich jetzt Aufträge auswählen oder wie läuft es? Da weißt du wahrscheinlich auch nicht, gell? Ich glaube schon. Warte mal, wo könnten wir dann erstmal, lass uns mal, wir machen mal eine Probe, wir gehen mal da oben hin. Ich habe da was auf der Karte markiert, siehst du das? Ja, sehe Okay, lass uns mal da ich. Da den wollte ich Tower. ja gerade hin, weil ich mir gedacht habe, da könnte ein bisschen was Ja, zeigt-mäßig sein. lass uns da mal das Ding stürmen. Ey, geil, am Ende rockt Breakpoint doch noch, wenn man es im Koop spielt. Das wäre ja super erfreulich. So, ich rüste mal Scharfschützengewehr aus. Ja, ich nehme mal an, ich kann dir keine von meinen Waffen geben, oder? Ich Schätze glaube ich schon. mal. Aber mein Scharfschützengewehr ist nicht so schlecht. Nee, das geht schon. Ich glaube, das Game allgemein ist nicht so schwer, sondern man stellt den Schwierigkeitsgrad extrem hoch und man geht in Missionen, die viel zu krass sind für sein Level. Oh, da hinten ist ja einer. Ach nee, doch nicht. Ja, hinterm Fenster, aber das markiert er nicht irgendwie bei mir gerade. Ich probiere gerade auf der Plattform, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Jo, Max, kein Problem. Ich gebe mein Bestes. Aber ich höre dich heute echt einen Tick besser, Markus.
Man mag es kaum glauben. Bist heute irgendwie. Ah ne, da ist kein Typ, das ist ein Fernseher oder so. Auch nicht schlecht, aber hier ist irgendwo ein Typ. Hier ist ja rot. Ich nehme Ja, an ich dem glaube Tower. im Turm wird Ja. dann dann sein. Gut, dann Da ist noch check mal. Ich check Kristall. mal den Intel da hinten. Ah, du checkst den auch. Ich gebe dir Deckung, Bro. Boah, wir sind so cool hier. So, ja. Wir sind so richtige Militärtypen wie in so Oh, einem geilen hinter mir ist Militärfilm. er. Hinter mir, ja, ich Oh, glaube, Achtung, der ist Achtung, an da dem ist irgendwo Tower drin. einer. Ja, im Da oben, Tower ist einer ja. drin. Ich hab einen markiert auf Okay, jeden Fall. Minus. Die coolen Jungs, die sagen immer, also bei Escape vom Tarkov sagen die coolen immer Minus, wenn sie einen abgeknallt haben. Also muss ich natürlich auch sagen, Minus. Okay. Ja. Was haben wir da? Mündungsbremse. Jo, das Ich findet man ziehe mehr mir erstmal als ein Stückchen Objektiv. Kev rein, während du da die Computer unsicher machst. Jo. 50er Was Magazin heißt ist schon denn geil. eigentlich dieses 76 und 44 unter den Namen? Sind das unsere Level? Das ist das Ausrüstungslevel. Ah, okay. Noch bin ich leicht besser, aber das wird sich ja bald ändern. Ob man eine Stiefel kriegt, wenn man wechselt erst einmal. Habe ich da einen Hubschrauber? Nee. Das ist eine Drohne. Oh ja, oh ja, oh, da oben. Oh, was steht denn da für einer? Ja, ich sehe die Drohne. Got you, boy. I got you. Oh, nice. Immer so das Magazin nachladen. Ich finde das geil, wenn man Ja, sowas hat. es ist schon cool, aber es ist halt. Ja, ist Was ist halt, ja. da? Da ist auch nichts. Okay, So, was habe was ich ist denn hier? da? Habe ich hier nicht irgendwas? Das hast du schon Nee. geholt. Ich hab drinnen leer gemacht, das wird dann nochmal der Gut. Tower verzogen. Okay, also da hat ja hier unser kleiner Testrun schon ganz gut geklappt. Nehmen wir mal, warte mal, schau mal gerade auf die Karte. Wenn du irgendwas Wichtiges hast, was du machen willst, sag ruhig Bescheid. Ich gucke jetzt einfach Die mal. Missionen sind eh von dir übernommen jetzt, Ach meiner so, von du meiner hast. Ach Fraktion. so, weil du bei mir reingejoint bist, ja. Meine Ja, Missionen sind warte von mal, dir. wie wär's denn? Ich muss erstmal eine Mission auswählen. Wie ging denn das hier alles? Fraktionseinsätze, Matt Schulz. Mit Matt Schulz reden. Ja, komm, dann gehen wir das easy an. Dann reden wir mit Matt Schulz. Dann müssen wir kurz zu Matt Schulz fahren. Wo ist denn dieser Matt Schulz? Der ist wieder im Hauptstützpunkt. Ich Das meine, sieht so aus, ich als bin wäre auf es ein den Tower rauf. Kannst du weiter gerne mal, so Weg. wie es ausschaut. Ja, im Tower ist keiner mehr. Gut. Ich schau gerade, ob da noch irgendwas zum Mitnehmen ist. Beziehungsweise man kann auch im Tower rauf. Oder wir fahren hier hinten hin zur Restricted Area. Komm, da fahren wir erstmal hin. Ich nehme mal, ich fahr mal, ich setze mich schon mal rein. Auch nichts mehr. Nee, da ist gar nichts mehr. Licht. Oh. Gut. Tower war für umsonst. Ja, da wurde ja auch, wurde ja auch kein Intel angezeigt. Also ich glaube, ich war da schon drin im Singleplayer, deswegen sind wir ja auch hier gespawnt. Und ja, da habe ich wahrscheinlich die Sachen schon rausgekramt. Oh, warte mal, hier vorne ist noch was. Kannst du da dir aussuchen, wo du einsteigst und kannst du dann rausschießen? Man Ja, kann oder? im Fahrzeug Platz wechseln. Okay. Und ja, ich kann rausschießen. Guck mal, hier hinten ist Sogar noch mit so. beiden Waffen. Ich kann mit meiner Sniper rausschießen. Das ist wunderbar. Ah, hier in dem Gebäude da hinten, an dieser Gondel da, oder was das ist? Nee, das ist eine Kanone. Oder? Ja, das ist so eine Abwehrkanone. Da ist noch was drin Schaut so hier. aus. Oder da oben ist noch was drauf. Ja. Da können wir ja mal kurz gucken. Hey, das ist irgendwie schon cooler als alleine, oder? Wie findest du das? Oh ne, da geht's gar nicht rein. Macht schon Spaß, oder? So, ich glaube, wenn du Hä? das Ging das nimmst, habe ich jetzt? es auch, oder? Ne, ich muss auch dran. Oh. Ja, Hubschrauber. Rechts. Oh, den schnappen wir uns. Jawohl. Oh fuck. Das war knapp. Ja, Das habe ich mir auch gerade gedacht. aber es war schon knapp, ja. So, leider benutzen, schön Laser Pistole. vorbildlich.
Den hat's zerlegt. Ja, das glaube ich auch. Pass auf, Es liegt das. doch hinten an Bahnhof. Ja, du meinst hier auf dem Bahnhof. Auf der Brücke? Ne, links davon. Ach ja, Nördlich da vom hinten. Bahnhof. Ja, da können wir auch mal hinfahren. Ich hole mal den Ich Wagen. kann gar nicht sagen, was das sein soll. Das schaut mir eher nach seiner Schutzmauer aus. Ja, das ist eine Schutzmauer auf jeden Fall. Du siehst ja das Blaue und das Grüne, was ich da markiert habe, gell? Das sind ja so Ja. zwei Missionen quasi. So, mal gucken, wie wir hier runterkommen. Ist das Licht eigentlich wieder aus? Ja, muss man wieder anmachen. Ich habe heute Mittag noch mal kurz eine Runde SnowRunner gespielt und diese eine Holzmission fertig gemacht, die wir gestern angefangen haben. Und da habe ich mir auch den Cetros geholt. Wer ist denn da gerade rein und raus gejoint? Hast du es auch gehört? Der Max. Max? Was für ein Max? Max Trubach. Ach so, ach Max, grüß dich. Oh, hier sind ja sogar Tiere. Und ich höre irgendwas. Oh, guck mal, da rechts ist ein Stützpunkt. Herr, warum Ja, da brennt's denn rechts ist da? wahrscheinlich eine Drohne. Hast du den abgeknallt hier? Wo drin? Oh, Also, warum? sieht Ja, man's? lass mal aussteigen. Dann, das müssen wir natürlich klären hier, das Gebiet, das ist ja klar. Auf jeden Fall eine Drohne, hey, aber ich habe keinen Plan, wo das sein soll. Ich auch nicht. Ach doch, ich sehe sie zwei sogar. Achtung, ich öffne das Feuer. Minus. Wie cool das ist, wenn man Minus sagt. Oh verdammt, Reloading. Oh verdammt, rechts, links. Oh, ich bin im Kreuzfeuer. Oh shit. Fuck, Markus, ich wo habe bist keinen du? Schuss dran. Hilfe! Hilfe! Oh, fuck. Lauf, 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 Okay. lauf, 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 lauf. Okay, Minus. Oh, du bist. Ich komm, ich komm, Nein. ich komm. Oh, warte. Wieder geschossen. Ich bleib da einfach liegen. Hast du einen Countdown? Ja, 50 Sekunden habe ich. 15. Durch. 5 auf 4. Und Verstärkung machen. Shit, oh shit, Alter, warum ist das so ein getarnt, so ein Supertyp hier? Warte, ich komm sofort. Oh, stirb doch, so, warte. Ist vielleicht nicht super schlau. Ah, doch, du liegst da im Gebüsch, das ist gut. So, wie heile ich dich? X gedrückt halten, heilen. Achtung, Achtung. Harry ist am Start, Boys. Schwuppdiwupps, wie neu. Ja, nachladen und Geil, Minuten das macht ja 15, wenn es richtig geht. Bock im Koop, wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich muss echt Dann noch. Koop-Spieler im Koop spielen. Oh, verdammt. Scharfschütze? Irgendwo. Ja, ist ihn. Ich habe keine Sicht, der hat Intel, der hat Agro auf mich. Ich könnte ja mal die Drohne spaßhalber Ich benutzen. sehe aber nichts, weil ich vorm Gebüsch bin, genau. Ja, der ist auf dem Wachturm. Ich habe ihn Ja, ich sehe ihn. Also ich sehe erkannt. die Markierung auf jeden Fall. Flup. Hey, das war ja wie bei Okay. der AI. Schöner Schuss, muss man schon sagen. Ja, sobald ich den Kopf gesehen habe, Headshot und weg. Jo, Max, kein Problem. Ist ja nicht schlimm, dass du reinscheust. Im Gegenteil. So, okay, ich rück mal vor hier, aber Gebiet noch heiß. Ich sammle dann noch das Ich höre Zeug. irgendwelche Leute von rechts. Verstärkung, ja. Ja, das sind Achtung, gleich da mal auf oben der auf der Mauer. Ja, das Brücke. sind auf der Mauer. Auf der Mauer. Ich hör auf jeden Fall schreien. Ja. So, ich rush mal durch und Oh suche geil, die ich komme Einsatzpunkte. durch die Mauer durch mit der mit dem durch das Kaliber, das ist cool. Nice. Ich hoffe nicht so ein großes Kaliber. Ja, die eigentlich auch nicht, aber scheint zu reichen. Musst du einfach mal draufhalten auf gut Glück. Jo, mein Plan wäre jetzt so auf die Mauer laufen. Oh, Oh. Heli von hinten. Ja. Ah, der hat uns, glaube ich, gar nicht entdeckt. Oh, oh, und da kommt ein Auto. Oh ja, oh ja. Oh, verdammt. Die fahren genau an mir vorbei, die Idioten. Ich hab schon einmal einen Minigunner abgeschossen. Ja, gut. Oh. So, beide weg und keiner hat's gecheckt. Alter, was halten die denn aus hier?
Weißt du zufällig, was das für, was wir, kann man hier einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Also nur mal jetzt so Interesse halber. Weißt du Ja, was gib. zufällig? Komm, Mann. Ja, okay. Also die haben schon ganz gute Rüstung hier, die Typen. Oh, Hau verdammt, mal, ich ich bin hab leer. Auto. Hey, wieso Ja, bin aber du ich kannst nicht ins leer? Auto mit Minigun. Ey, ich brauche Munition, ich bin leer. Ja, Shit. komm her, komm her. Hast du, kannst du mir Munition geben? Nee, nee, nee. Aber ich hab eine Minigun Ach so, okay, auf dem gut. Ach, da Auto. bist du, okay. Ja, ich Komm komme. mit. Ja. Steig So. hinten ein Ja, und warte, dann wie kannst kann du ich. rauf. Ah, geil, Schütze. Nee, warte, wie. Jetzt. Hä, wieso ist es weg? Warte, warte, warte. Wie das bei mir gerade aus. Warte, warte. Der stand doch eben da, jetzt, Schütze. Ah, okay. Hey, Inforita, guten Ciao. Abend. Alles klar, und bei dir? Oh, warte mal, da links. Was war denn das? Da Oder. links läuft einer rum und ich will gerade auf die Mauer rauffahren. Boah, nice. Da hinten ist Auf auch dem noch Mauer einer. sitzt einer. Boah, das ist sogar so Auto ein ist ein Heavy, so ein Dicker. Juggernaut-Typ. Halt die Kiste ruhig. Oder Ah, fahren platt, ja, fahren da platt, okay. Hey, das ist der beste Call of Duty, Mann, hier, ist die hier tot, ist will. er. Ah, kein Problem, Iforida. Guten Ja, Abend. eins Na, sollten wir noch. genießt du auch noch die letzten Stunden des Feiertags? Oh, Präzisionsschützengewehr. Was ist? Da kommt irgendwas. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich glaube auch irgendein Fahrzeug oder eine Drohne. Ich habe es angeschossen. Oh ja, Volltreffer. Dann müsste ich Entspannung meine neige Waffe nach und Ostern. Ja, so könnte man das. Ja, das glaube ich dir, Iforita. Ja, da hast du es geschafft. Bis zum nächsten Jahr, sag ich mal. Ich bin stolz auf dich. Das war sehr tapfer. Verdammt, ich habe immer noch keine Munition. Schau mal, wo bist du? ich stehe hinten. Ah, Hinter okay. dem Auto. Ich Verdammt, wo habe kriege ich gerade denn eine neige Waffe Munition her gesehen. hier? Da hinten liegt was, aber ob das die Munition ist? Oh ja, doch, Standardmunition, das müsste ja irgendwas sein, oder? Verdammt, immer noch nix. So, Okay, ich suche mal um. Munition. Ja, wir hätten eine Mission ziemlich in der Nähe. Eine Mission? Ich glaube, irgendwer entdeckt mich. Ja, Wow! ja, ja, ja. Oh, verdammt. Headshot. Guter Nächster Schuss. weg. Ja. Also du hast eine Mission, ja, immer her damit. Wie kommt man denn hier Ja, drüber passt da eigentlich? der Schrei. Ja. Läuft der. Oh, da ist eine Kiste. Und wo ist der Typ? Ah, hier, endlich Munition, hey. Oh, das, ja, das, nee, das ist Intel. Ja, den nehmen wir natürlich. Das Kann hier man ist die immer mal Kiste. gebrauchen. Meins. Und irgend da ist noch einer unterwegs. Tschüss. Ich glaube, ich brauch, muss mal meinen Typen mehr auf Munition taggen hier. Okay. So, dann können wir gerne deine Mission zocken. Oh, Achtung, Raketen haben wir Hubschrauber. aufgesammelt. Ja, der fliegt genau zu dir. Ja, ich habe mich hingelegt. Ja, ich komme jetzt wieder zur Mauer. Oder bin ich geplündert? So, jetzt muss ich kurz nochmal schauen. Hey, den Wagen, den du uns da Die Mauer. zurechtgerückt hast, der scheint ja ganz nice zu sein. Hey, Silvertaff, guten Abend. Das passt ja perfekt. Wir müssen nur die Mauer entlang fahren und dann querfeldein da ein. Das passt Wo perfekt. müssen wir denn hin? Oh, warte kurz, ich muss hier wieder. Ach, man muss hier an die Seite sich stellen, dann kommt man direkt rein. Alright, let's roll. Hast du auch den Vorgänger Ghost Recon Wildlands? Den Nee. müsste ich nämlich auch noch durchspielen, da könnte ich dich Da auch ist gut gerade irgendwas gebrauchen. hochgegangen. Bitte? Da ist gerade irgendwas explodiert. Und das Achtung, hat mich getroffen. vor uns, direkt vor uns, Achtung. Oh, Wow! Das habe ich jetzt immer, zurückgeschossen immer schön noch. langsam, immer schön langsam. Da kann ich hier Schieß auf richtig. die Fässer. Schieß auf einfach die Fässer. Der Typ hält viel aus hier. Aber die Minigun geht auch ab.
Oh yes. Oh, von hinten, von hinten, Achtung. Ah, Drohne von hinten. Drohne. Und Schuss, Drohne. Und Drohne, Drohne. Vor uns ist auch eine Drohne. Ja, ich glaube, die ist unbemannt. Oder? Nee. Ist es vielleicht auch nur ein Fahrzeug Tower? Da ist noch einer im Tower, ich mache den ganzen Tower platt. Aber der Typ, ja, der verteidigt. Ey, das ist ja richtig cool, wie da die ganzen Einschusslöcher angezeigt werden. Ja, ja, ich gebe mal Sperrfeuer drauf. Ja, ich muss kurz das Auto wegfahren. So. Mach's gut, Maxi Boy. Und immer schön sauber bleiben. Oh, 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 Achtung. Da wird so ein Geier. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist. Oh nein, ich habe keine Muni mehr, Max. Ich meine, Markus, Hilfe. Wer ist bei der Minigun? Oh, fuck. Wer ist bei der Minigun blieben? Der hat unheimlich Muni. Und der Heli ist unterwegs. Ey, der ballert. Alter, shit, Alter. Oh, die kommen von hinten, ey. Die, wir haben hinten noch ein, zwei Leute übrig gelassen. Jetzt habe ich ja auch wieder keine Munition. Alter, das kann doch nicht sein. So, jetzt da muss halt die Pistole her. Mann, wenn dann Heli bleiben, Headshot, Mofo. Ja, warte, den haben wir gleich. Mr. Minigun wird regeln. Ich mach einen auf Mr. Bond. Oder eher auf John Rambo. Ja, das eher. Ja. Whee. Yes. Nice, easy. Nice. So, du bist da oben, ja? Brauchst du noch Unterstützungsfeuer? Nee, da ist keiner mehr. Raccoon aus. Raccoon. Ja, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich wegen deinem Touch zu Resident Evil und Raccoon City und der Umbrella Corporation. Raccoon. Ghost Raccoon. Auch nicht schlecht, Ifrita. Ey, unser Wagen, sehe ich gerade, ist voll Schrott. Ich brauche Munition. Ist da irgendwo ein Munitionsspender? Ey, guck mal, die Karre hier wäre auch nicht schlecht, aber die dampft schon. Ach, ja. dann egal, da wird schon irgendwo Munition auf uns warten. Ich steig mal wieder ein. Oh, warte mal, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Oh, da kommt der Hubschrauber. Oh, shit. Der mich ignoriert. Ja, warte, der hat uns gleich. Ich glaube, der dachte, weil wir da... Warte, volle Power. Yeah. Und Schuss, das sieht schön aus. Ich glaube, bei mir habe ich die Grafik schon recht hoch eingestellt. Das sieht also schon ganz cool aus. Oha, ja. Ich hoffe, du weißt, was du machst. Oh, auf der linken Seite unten, da wo du runterfährst, sind auch noch Leute. Langsam. Ich spiele mit dem Controller. Sonst kann ich die nicht gut anvisieren. Warte. Ja. Okay, einer minus. Zweiter ist hinter diesem Gehöft, nenne ich es mal. Achtung! Oh, ich kann nicht so weit runter, weil da bin ich gar nicht. Stopp. Perfekt, gut, stopp. Okay, minus. Yeah! That's the way of the minigun. Sehr schön. Der hat Infos. Oh, lol, da spawnt auf einmal eine Drohne bei mir. Guck mal, hinter uns sind irgendwelche Zivilisten. Jo, haben die vielleicht auch irgendwie hier... Warte mal, ich rede mal mit der. Reden im Kampf nicht möglich, okay. Das Gebiet ist noch nicht sicher. Ah, jetzt, oder? Verschwunden. Ja, warte, jetzt müsste es gehen. Hallo? Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ja, weiß ich leider nicht. Danke für Ihre Hilfe. Du hast gerade schon mit denen geredet, oder? Ja. Gut. So, dann weiterhin viel Spaß. Bei mir waren da zwei Drohnen. Ja, ich, bei mir auch. Hast du beide abgeknallt? Ja. So, einfach Gewerbe da angucken. Ja, das, solange du weißt, wo es lang geht. Oh! Ui, wohl, ja. Ja. Blöde. Ah, wir haben Zeit, Markus, wir haben Zeit. Ah, da schaut's besser aus. Oh, Achtung! Da ist ein Zivilist. Ja, ich weiß. Okay, erledigt. Warte halt mal an, dann reden wir auch nochmal mit denen.
da liegen noch später. Hallo. So, was sind wir denn da? Biwak-Information. Ja, da wüsste ich was. Tausend Dank. Und Eforita, wie läuft's mit Outriders? Nach wie vor noch angetan von dem Spiel, hoffe ich. Okay, da links ist eine Straße eigentlich mal. Ja, und ein feindliches Vehikel. Was müssen wir eigentlich machen bei der Mission? Das werden wir gar noch sehen. Okay. Was ist das? Ein tollheitsiges Schild. Madeira's House. Welche von uns? Aber eigentlich hätten wir ja eben. Oh, Checkpoint. Oh verdammt, oh, da rasen wir ja voll in unser Verderben hier. Ach du Schande, oh, da ruckelt es aber ganz schön. Oh, da ist auch noch eine Drohne. Ja. Ja, hör mal. Wenn wir Drohne haben, ist ein bisschen blöd. Achtung, vorne, auch Feinde. Müssen wir da hin? Jetzt hat uns, glaube ich, eh schon die Räuber der Nachbarschaft gehört. Ja, die ganze Nachbarschaft hat uns gehört. Mit Sicherheit. Die ganze Nachbarschaft. Auch nicht schlecht. Oh shit, ich glaube, das ist... Oh shit, der Konvoi kommt da rüber, oder? Jo, ich geh mal lieber. Ich habe das Gefühl, das könnte schon zu spät sein. Oh Junge, lauf doch! Ey, ich bin ziemlich angekratzt. Hä? Wer schießt? Ich brauch hier, verdammt, wie kann der sich denn heilen, dieser. Oh Alter, was macht denn der? Was macht denn der jetzt? Jetzt lauf doch mal, du! Alter, das ist nicht sein Ernst, oder? Was für ein Vollbe. Nein! Mist. Ah, du bist. Okay. So, ich geh mal hier kurz in Deckung, weil ich. Verdammt, ich hab. Ah, ich hab Munition, aber. Oh, das ist viel zu viel. Ich wollte mich grad noch heilen, ey. Mist. Warte, ich komm gleich mal rüber, aber ich bin hier voll im Feuer. Ja, Anna schießt du gerade auf. Oh, wie das nervt, dass der Typ da rumhumpelt und dieser verdammte Mongo da mitten in der Sequenz da festhängt. Wie scheiße. So, warte mal. Boah, mach hin, Alter, mach hin jetzt! So, ich bin gleich tot, das hat's also nicht gebracht, nein. Jo, Alter, lalalalala. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Gehen wir jetzt mal etwas besser rein, etwas geordneter. Ich hätte vielleicht nicht gleich schießen sollen, ich wusste nicht genau, wo du hin willst. Ein bisschen mehr Stealth. Ja, das stimmt, vor allem wenn die Spiele neu sind, Eforita. Aber schön, dass du noch so viel Spaß damit hast. Achso, ich bin genau hinterhalb gespawnt jetzt. Nice. Ja, bei mir lädt's noch. Genau im Beat. Gut, bei mir ist schon mal clear. Ich hab da noch Kiste irgendwo. Wurde ist eine Drohne. Okay, ich bin da. Hab ich denn jetzt wieder Munition? Oh, das ist schon mal nice. So, du bist da hinten, okay. Ja, oh, aber wir sind gar nicht so weit weggespawnt, cool. Es blickt eine Drohne zu mir. Wenn ich das richtig auf der Map sieg. Hey, wo ist die Drohne? Hi, Freund 4. Ja? Ja, kann ich, aber ich habe nichts Spektakuläres. Ich bin noch Anfänger, ich bin nur Gelegenheitsspieler. Ich spiele jetzt heute das erste Mal hier Koop. Und sonst immer nur so sporadisch ein bisschen alleine. Oh. Ja, genau, Verstärkung, was für die Kacke. Harry, ich bin hinter dir.
Oh, rechts von mir kommt einer die Treppe rauf. Oh, nice. Dann lass ihn kommen. Auf dass uns die ganze Nachbarschaft hört. Oder? Nee, nicht einmal, der ist hinterm Haus noch. Aber vor mir muss auch irgendwo anders sein, damit wir Ja, gucken aber können. ja, okay. Und. Hä? Wer schießt? Ach, die fucking Drohne schießt. Und hinter mir ist noch irgendwo. Alter, es geht schon wieder rund. Ja, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen Alter, ich nur will da gut hinten Deckung, den eben waren wir Bunker halt weg. voll im Ich will hinten den Fegefeuer. Bunker wegmachen. Ich hab den Bunker abgeschossen, ich sehe den Bunker nicht. Achtung, Fahrzeug! Nee, in den Bunker treffe ich nicht. Oh, Granate! Oh, wie kann ich denn Erstmal hier schön eigentlich die eine Treppe Granate hochklappen. werfen? Wie wirft man die Granate auch auf LB? Frag out! Wer schießt du, verdammt nochmal? Alter, was ist Alter! eine Scheiße hier, Du bist dein wieder komplett Motherfucker. unter Beschuss einfach. Ja, ich zieh mich jetzt zurück. Ich Das muss lieg man da hier unten auf der ganz. Klippe. Ach, du bist tot, okay, warte. Oder verletzt, warte. Und der Timer funktioniert nicht. Kacke. Hey, Alter, aber echt, warte kurz, ich bin gleich da. Ja, es sind mindestens drei Leute und Ach, vier. das ist eine Drohne hier, wie nervig. Fünf. Wow. Einer kommt links dann hochgejagt. Okay, warte. Alter, was ist denn da los? Wo schießt denn da jemand? Ach, da hinten Scharfschütze, ne, der interessiert mich jetzt erstmal Und vor der wenig. Klippe sind auch noch zwei. Ja, du liegst ja hier an der Jetzt kommt Seite. er re rechts, rechts kommt Warte, einer warte, rauf. warte, warte, das kriegen wir schon. Und go. Na komm her. Ach, ist schon weg. Okay. Einer down. Oh. Leute, das sind zwei auf einem Streich. Aufwachen, Also die aufwachen. Hut ab, die gehen schon. Da hast du ja eine gute Mission ausgesucht, würde ich mal Oh, sagen. fuck. Ich bin schon Harry, ich bin verletzt. weit. Ey, krass, was habe ich denn da bekommen? Scorpio. Das sieht edel aus. Oha, So, wie schön geh mal, ausschaut. wenn es zu heftig ist, in Deckung. Ja, ich muss mich gerade heilen. Ich bin schwer verletzt. Ja, das denke ich mir auch gerade so. Wie kann ich nämlich nochmal heilen? Ach du Schande, ich weiß ja wieder gar nichts. Ey, wie die Blutungen auch schon krank. Kommt noch Oh, einer. ich gehe mal. Oh, Granate. Jo. Hoppen aber killt. Muss mich auch gleich mal heilen. Ja, deckt mich mal. Ich muss erstmal wieder Beide rausfinden, wie auf man einem hier Streich. heilt. Eine Spritze, das klingt gut. Ja, Rein hab damit in grad das Ärmchen. der wollte gerade hochstimmen wollten, habe ich gerade. Welche Mission ist das? Das kann dir der Harry aka Markus sagen. Markus, welche Mission ist das? Ein treuherziges Genie. Ein Mountbatten. treuherziges Genie heißt die Mission. Ein, bei Mount Hodgson. Hodgson. Du hast einen Ey, jetzt reißt zusammen. Snipergewehr. Kannst du den Scharfschützen da hinten auf den Turm platt machen, den ich gerade beschieß? Auf den Turm. Ja, ich schieß da gerade drauf, aber irgendwie. Ja, das sind markiert. Ich hoffe auf jeden Fall Ja. Scharfschützengewehr. Pass auf, da nicht zu nicht dicht dran gehen. Da ist noch. Ja, guter Schuss auf jeden Fall, das lief ja. Oh, ein Das war Weingut. schön in die linke Schulter rein. Ja, schönen Abend. Okay, du weißt ja, was wir machen müssen, oder? Weil ich habe hier gar Ja. keine. Wir müssen das Haus von der Forscherin finden. Gut, dann lass uns das mal suchen. Aber schön langsam und vorsichtig vorgehen. Wir haben es ja jetzt gerade einigermaßen unter Kontrolle, so wie es aussieht. Alter, das macht schon irgendwie Bock, muss ich zugeben. Also ich muss schon sagen, es macht irgendwie Spaß. Wir sind auf jeden Fall sehr low score zu suchen und das ist nur. Was? Low Score? Nee, die haben uns verloren. Verloren? Ich liege in Bunker auf jeden Fall und probiere dann gerade mal einen Headshot Ja, drauf. ich loot hier noch so ein paar Sachen, wenn man das so nennen darf. Ich komme schon, ich sehe dich schon, Headshot. MC Harry. Und er so, danke. Nice.
Kommt und holt euch die Penner, sagt der Typ. Hey, wir sind keine Penner, ja? Das ist hier internationale deutsch-donauhafte Freundschaft. Da sneakt er. Links muss auch noch irgendwas sein. Jo. Boah, beide. Ja, Mann. So. Oh, der hat Cash, der hat Cash. Und irgendwo ist da noch eine Drohne noch unterwegs. Ja, da links kommt. Ja, ich sehe sie. Ist aber noch. Oh, gut geschossen. Oh, jawohl. Wie kann man da drüber springen? Ach so. Oh, da ist so ein scheiß Wachroboter. Okay. Ist der schlimm? Der macht fast nichts, oder? Der ist schon weit grott. Okay. Cool. Ach so, wir können ja beide die Sachen nehmen, oder? Nicht, dass ich dir jetzt was geklaut habe. Ey, der sieht ja aus wie der, so ein Star Wars Roboter. Oh, sogar ein Hubschrauber. So, in dem Gebäude, da ist auch noch was drin. Ja, da ist eine Kiste. Links von uns ist ein Informant noch. Dann vor mir ist noch eine Kiste. Okay, es sieht alles klar aus hier. Alles geklärt. Stahlkappenstiefel. Oh, und ganz hinten das Haus wird dann wahrscheinlich ihres sein, weil da ist auf jeden Fall viel immer Informationen drin. Oh, dann lass uns das mal in Erfahrung bringen. Und wo geht's denn da rein? Über der Terrasse kommst du rein. Okay, Kältehandschuhe, das sind schlecht, aber die kann ich gleich mal rausschmeißen. Hast du kurz geschossen? Ja, aber da ist einer, der hat Geiseln, okay, minus. Und da rechts ist auch noch einer, ich kümmere mich drum, sieht nicht hardcore krass aus. Nur ein bisschen. So, ich habe neue Waffen, ein Sturmgewehr. Und das Präzisionsgewehr. Hey Bruder, super geil, dass du mit am Start bist, yo! Ja, okay, das Präzisionsgewehr kann ich dann raus schmeißen. Yo, mein Freund 4, danke für dein Follow. Willkommen auf Let's J Boom Baby, mein Freund. Viel Spaß bei der Baller-Action. So, dann schauen wir mal. So, ich glaube, das dürfte dann ihr Haus sein, so wie es ausschaut. Ja, das ist ihr Haus. Okay. Du hast also alles unter Kontrolle. Ja. Was hat der mit? Nein, geschützt. Sie sind in Sicherheit, sie können jetzt gehen. Nein, Geschützweste. Da ist viel Info drin. Ja, einiges. Nationaler Wissenschaft. Oh, da haben wir sogar ein Krankenbett stehen. Wie zeitgemäß. Gerahmter wissenschaftlicher Artikel. Okay. Aber wenn du die Mission abschließt, habe ich die dann auch abgeschlossen. Kriege ich dann auch die XP und alles, was dazu gehört? Wie war's das noch? Hoffen wir einfach mal, dass das so ist. Aber das wird schon so sein. Also oben ist noch hier oben ist irgendwas, das Bild hängt schief, das sieht so aus, als würde hier eingebrochen worden. Als wäre hier eingebrochen worden. Okay. Was haben wir denn hier? Was ist das? ALS-Broschüre, keine Ahnung, was das ALS ist. Foto von Paulas Hochzeit. Okay, das will ich mal anschauen. Ja, mach das. Ich habe mir auch gerade so gesagt, ich habe mir auch gerade so gedacht, ich könnte mir das ja mal angucken, aber dann habe ich mir gedacht, ach, wozu? Es wird schon irgendein anderer tun. Foto von Paulas Hochzeit, ein Foto von Paula Madeira und ihrem Ehemann bei. Oh, ich habe wieder gar keine Munition, warum sagt denn keiner was? Wieso habe ich denn überhaupt so wenig Munition, Markus? Hast du da eine Ahnung? Nee. Kann man irgendwo Munition kaufen? Aber ich habe schon eine wichtige Info kriegt. Ihr Ehemann hat irgendeine Krankheit. Ja, die Ehemänner wieder. Und was ist das noch? Foto von David in einem Rollstuhl. Oh. Hohoho, ho, ho, da geht's aber ganz schön zur Sache. Die Krankheit ist weiter fortgeschritten.
Ah, deswegen wahrscheinlich ins Krankenbett. Unten. Das würde Sinn ergeben. Ja, nein. Vielleicht sollten wir das Krankenbett auch nochmal inspizieren. Ich bin gerade am Computer dran. Wahrscheinlich war Ihr Nachbar der Letzte, der Madeira gesehen hat. Folgen wir den Brotkrumen. Madeira? Ja, Was? okay, da du jetzt das getriggert hast und das bei mir auch zu hören war, denke ich mal, wir kriegen dann beide die Mission. Alles andere wäre ja auch voll Ja, daneben. du nur, wenn du mit Xbox-Controller spürst, musst du nur Steuerkreuz nach unten, dann siehst du, ob es aktualisiert worden Ah, ist. okay. Steuerkreuz nach unten, Drohne? ja. Wow. Oh, Achtung, hinter uns. Oder irgendwo. Wow. Ich sieg's nicht. Ich sieg's Ja, nicht die hat einmal. uns eben ja Ah, hier. da. Verdammt, wo ist sie denn? Rechts von uns, aber ich glaube, der ignoriert uns gerade noch. So, Ja, ist was? auch besser so, sonst Mit kriegt sie auf deinem die Kollegen 12. sprechen, also ob wieder in das Haus. Ah, alles klar. Hört, da steht auf einmal einer. Der war nicht da, glaube ich, Der war vorhin. vielleicht auf Toilette. Oh, Zwischensequenz, geil. Hallo. Hi. Ich suche Ihre Nachbarin, Paula Madeira. Oh, ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Eines Tages ging sie fort. Ich habe gehört, Sentinel hätte jemand Neues, der ihre Arbeit ohne sie fortsetzt. Und wo könnte sie sein? Sie hat öfter diesen Daigoro in Auroras Parlament getroffen. Es klang, als wäre er einer Okay. dieser Demonstranten. Wo ist das? Danke. Danke. Oder das Parlament? Oh, ich glaube, ich habe das schon gesehen. Tja, scheinbar Ich habe glaube, ich ich es war noch dort nicht. schon einmal. Dann go, go, oder? Camp Viper, das ist Bullshit. Das ist alles Bullshit. Nee, da war ich noch nicht. Ja, umso besser. Ich hab, glaub, da bin ich schon gewesen, aber das ist gar nicht so weit weg. Okay. Alter, das sieht hier so Und schön direkt von aus, wie bei mir rechts zu Hause. dann links die Hauptstraße entlang. Alles klar. Wie kann man eigentlich einen Melee-Angriff machen? Man kann aber bestimmt auch einen schlagen, oder? Weil ich war vorhin so super close mit einem, den hätte ich da am liebsten geschlagen, ich wusste noch nicht wie. Ja, schlagen kann man auf jeden Fall. Oder wenn man nah ist, einfach den Feuerknopf drücken, vielleicht schlägt er dann von alleine, kann das auch sein. Ich hab grad, ohne zu zünden und er schießt. Da unten steht ein Hubschrauber, vielleicht brauchen wir den ja. Ja, ich will noch in das andere Haus mit dem Die Rufzeug. Vögel fehlen, Iforida. Du meinst das Zwitschern? Ach so, du meinst hier in der Bude? Hä? Ja, das stimmt, die fehlen. Die man immer bei mir morgens und manchmal auch mittags hört, meinst du bestimmt. Ja, aber abgesehen davon sieht es genauso aus wie bei mir. Hey Rotzi, mein Freund, willkommen in der wilden Ballerei. Ah, da ist nur Handy. Ja, nice. Weltinformation. Ja, da könnte ich mir auch noch mal ein Handy holen hier. Alles klar. Ich spring dann mal vom Verdammt, sind Balkon Sie! runter. So. Okay, dann hätten wir da, glaube ich, alles clear, oder? Schauen wir mal. So, Eine wo Waffe lang, müsste da mein irgendwo. Freund? Eine Waffe sollte noch irgendwo sein. In der Kiste. Das finde ich geil. Man hat so die Info von so Standorten, wenn man einfach auf die Map schaut und den Standort auswählt, kriegt man so Info. Ja, soll ich schon mal den Hubschrauber holen oder brauchen wir den gar nicht? Jo. Kannst du schon hören, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ja, kann ich schon mal ein bisschen mich wieder eingewöhnen oder mal ein bisschen üben hier. Ah, falsche Richtung. So, Licht anmachen, Handbremse lösen. Ah, okay, geht ganz easy von der Hand die Steuerung. Ach, wenn der Katze doch nur hier wäre, der das jetzt miterleben könnte, da würde er direkt an Arma 3 denken. So geht's mir auf jeden Fall gerade. Ja, Moment mal, wenn ich jetzt da oben lande, dann kommen wir nicht mehr hoch. Ich würde aber gern die Kiste haben. Boah, wenn ich jetzt ganz lustig wäre, würde ich hier Einfach landen. nebenhin so Guck auf mal, wenn ich den jetzt ganz Button. lustig wäre, würde ich hier landen und da runterspringen, aber dann kommt man nicht mehr hoch.
Das wäre wirklich, oh nein, das wäre wirklich super lustig, oder? Haha, da kann man gar reinlaufen. Ach so, dass es keine Ingame-Vögel sind, Iforita, echt jetzt? Das ist ja auch geil. Nee, Ach, du hast gedacht, die sind im Ravenport immer am Zwitschern. Geil. Vielleicht ist das ja auch so. Okay, warte, ich versuche mal hier auf die Rotorblätter achten. Warum machen wir es eigentlich so spannend? Ich könnte auch einfach vom Haus landen, gell? Kommst, ja, ich land mal vom Haus. Hier auf dem Plätzchen. Das müsste Ja, doch, doch jetzt da. ja, müsste doch hinhauen. Ach, dann hole ich mir jetzt auch noch die Kiste. So, du bewachst den Hubschrauber. Nee, ich steig da schon ein. Ein halbes Jahr, ja, warum nicht? Nicht schlecht, nicht schlecht. Es ist mir, also ich höre das ja nicht so deutlich wie ihr, weil ich ja mein Headset auf habe. Also ich war mir auch nicht bewusst, dass man das im Mikro so deutlich hört. Coole Sache. Mann, ich habe irgendwie seit gestern so ein Lach, so leicht, wie sagt man, so angegackert bin ich irgendwie. Oder was vorgestern? Ich glaube, bei so Forest musste ich mich auch schon böse zurückhalten, nicht einen brutalen Lachflash zu kriegen. Markus, haben wir gestern? Ne, gestern haben wir SnowRunner gespielt. Ja, vorgestern haben wir Gestern. The Forest gespielt. Oh, schön. So, wo setze ich mich hin? Am besten hier. Dann kann ich auch rausschießen, oder? Ja, das geht sogar. Oh, ich habe aber nur noch 30 Schuss, mein altes Problem. Boah, das ist ja hier voll Call of Duty, was sage ich, Arma 3. Nur in etwas casual. So, dann schnappen wir uns mal die ominöse Dame, diese Wissenschaftlerin oder Forscherin oder beides. Ja. Keine Ahnung, ich vertraue dir. Also, ich sag, es wird mir halt nicht angezeigt, aber passt schon. Oh, das sieht ja auch schön aus, da. Oh, und hier so ein rund gebautes Ding wie in Dubai oder wo das ist, auch nicht schlecht. Sag mal, hört sich das nur so an oder hat der Hubschrauber so ein Alarmsignal die ganze Zeit? Doch, das höre ich doch. Bist du damit irgendwo gegengeflogen? Okay. Es klingt so, als würde er aus dem letzten Loch pfeifen. Ja. Da unten sind ja schon viele Feinde, aber die denken wohl wahrscheinlich, wir sind eine Einheit von ihrer Armee. Aber wenn die mal genau hinschauen, werden die es merken. Ja, da hast du ja ein schönes Plätzchen ausgesucht hier. Okay. Oh, warte mal, ich kann doch auch irgendwo. Ach cool, mein Schalldämpfer kann ich dran abmachen. Ich kann da auch irgendwo mein Nachtsichtgerät anmachen. Ah, hier, ich habe sogar Wärmebild. Boah, ich bin ja voll der Predator. Ah, yes, Sie können wieder Feuerstoßmodus einmachen auch. Der, ja genau, das geht auch. Oh, der Markus ist ein bisschen leise. Ja, ich schau gleich mal. Bei mir ist der auch immer leise. Ich habe ihn schon auf voll hochgeschraubt, aber ich finde, er ist heute ein bisschen lauter als sonst, zumindest was das mein subjektives Wahrnehmen hier wieder. Hey Markus, ich habe nur 30 Schuss.
Verdammter Mist. Wie viel hast du? Ich hab mehr als genug, aber MP-Money halt. Und, was hast du für Kaliber? Da kommt eine Drohne. Oh, jetzt habe ich die Waffe gewechselt. Vor allem weiß ich gar nicht, wie man Munition. Ja, ich glaube, das geht gar nicht. Komm mal mit, wir schnappen uns hier den Loot. Müssen wir da mitten in diese große Stadt hier rein, die voll mit Feinden ist? Ja, mitten rein. Ja, da brauche ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Muni, oder? Hä, wieso fliegt denn die noch, oder sieht das nur so aus? Ja, ich hab mehr Reichweite. Das Place. Verdammt, ich. Also, wir können gerne reingehen, aber dann erstmal sneaky, bis da irgendwo eine Armobox rumsteht. Ich hab Kaliber 9mm, 338 und Kaliber 45 von meinen Waffen. Ja, ich glaube, man kann sich gar nicht gegenseitig Muni geben, oder? Ich weiß, was das macht. Ich auch nicht. Kann uns da irgendeiner, der sich auskennt, im Chat schreiben. Oh, Achtung, rechts Patrouille zur Tür rausgekommen. Oh, sogar mit Flashlight. Und direkt voraus. Okay, ach. Der ist bewusstlos. Wie hast du denn den bewusstlos? Gibt es Betäubungswaffen? Nee. Ich hab ihn nicht killed, einfach. Sag mir alles, was du weißt. Du hast alles gehört, tu mir bitte nichts. Alter, das ist ja richtig geil, das Spiel zu zweit, also im Koop. Das ist ja ein ganz anderes Spielerlebnis, als wenn man da alleine zockt. Einfach einmal auf den Schädel geschlagen. Ja, oh, was ist das hier für ein schöner... Oh, warte mal, ich gehe da mal nicht so nicht dran. Das sind irgendwelche Typen. Warte, gib irgendwas ab, die Drohne. Ja, ich geh da jetzt mal rein in der Hoffnung. Ich finde da irgendwie Munition. Sitzt da einer? Sind die böse oder gut? Was machen Sie? Scheiße! Alles in Ordnung, okay, Ladies. Die Mission hat sich schon erledigt, so wie es ausschaut. Wieso? Weil ich wahrscheinlich den anderen Typen verhört habe. Und jetzt haben wir es geschafft? Nee, wir müssen wieder woanders hin. Aber ich arbeite nicht so bald. Ja, kein Problem, mir macht's großen Spaß. Ich hoffe, das geht genau aus. Ich laufe gerade zurück zum Heli. Ja, Moment, ich habe hier noch. Oh, wieder eine Kiste. Ist da manchmal auch Munition drin? Ich glaube nicht, gell? Nee, aber ein Helm, und zwar lila. Ich glaube, das heißt was Gutes. Ja, untersuchen. Also, Ifurita, ich weiß nicht, wie ich den Markus mal dauerhaft lauter kriege. Ich habe ihn auf Discord schon Maximum. Denk einfach, dass sein Mikro ein bisschen die Tendenz dazu hat, etwas leiser zu klingen. Ja, mein Mikro ist da das Problem, aber ich kann da leider nichts dafür. Nee, kein Problem. Wow. Super. Rotoren geschrottet. Du hast den Hubschrauber geschrottet? Ja, die Rotoren sind mal gerade abgerissen. Okay, dann habe ich wahrscheinlich diesen Alarmsound doch ganz, also da, ja, wahrscheinlich hieß es, dass der schon irgendwie angeschlagen ist oder so. Er macht ja nichts. Ich komme mal zu dir. Wir können uns ja hier diesen Sportwagen da klauen. Oder was heißt den Sportwagen, den Sedan? Ich hab da einen anderen Wagen. Ich okay. Hab da einen Typen markiert für Simultanschuss. Ich denk dran, ich habe kaum Munition. Brauchst nur einen Headshot machen, wenn es geht. Bei wem? Ach da, ja, ich nehme den rechten. Ja, und ich nehme den linken. Post? Ja. 3. 2, 1, Schuss. Jawoll, hier. Besser als in jedem Film. Wenn man heute ein Scharfschützengewehr hat, geht's super. Ja, mit meinem. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn hier eigentlich? Jo, ich gehe down. Hier runter, verdammt. Ja, ich bin unten. Nee, meiner. Achso. Oh, ich glaube, ich habe Munition. Oh ja, Jackpot, Baby. Munition. Oh, MP. Oh, da hinten ist auch nochmal Munition. Oh, ne, da sind noch zwei, oder? Ja, die kann man ignorieren.
Ja, die können wir ignorieren. Ich will eigentlich nur das Auto rum. Ja, warte mal, ich gehe wieder auf die Schützenposition. Oh, sofort der Zug. Ja, wenn ich das richtig höre. Auch nicht schlecht. Vor uns soll ich ballern? Da kannst du durch. Weil du fährst direkt auf die Gegners zu. Ja. Und da sind noch mehr Gegners. Ach, der ist dann egal, der Zug ist ein wichtiger. Beziehungsweise der wird uns gerade. Oh, gleich. Ja, warte. Shit, ich weiß gar nicht, wo ich hinballern soll. Okay, hast du im Griff gut. Nur kurz schauen, wo ihr hinkommt. Hi, Max Trubach. Welcome back. Okay, jetzt ignorieren am Hof, weil wir sind fast beim Ziel. Außer sie schießen und uns ob dann. Ja. Natürlich schon. Aber ansonsten ignorieren lassen. Na klar doch. Das geht schon aus. Da hinten sieht es schon vielleicht. Markus, du musst dir mal Arma 3 holen, wenn dir Breakpoint gefällt. Und es noch ein bisschen realistischer und knackiger willst, musst du auf jeden Fall die Arma holen. Das können wir zocken. Eine Drohne. Oh, 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 vor uns kommt ein Auto. Egal. Ey, da ist viel los da in dem Gebäude, gell? Okay, ich gehe auch mal raus. Wir müssen da rein. Stealth angesagt. Jo. Und merken, hinten auf der Straße kommt ein Auto. Ja. Also es scheint geduckt. Am besten. Ah, da kann man nicht drüber springen, Kacke. Das ist zu hoch, glaube ich. Krone. Jo. Nice and easy. Das ist genau ausgegangen mit 3 Schuss. Super. Das ist auch nicht rum. Was will man mehr? Doch, ist ja Geschütz. Ja. Scheiße, wie kommt man da rein? Ja, wir gehen einfach mal da weiter. Schön knapp, damit keiner sieht. Ah, da hinten steht einer. Jo, da hinten kommt man rauf. Ne, das ist was anderes. Oh, ich hab schon, ich merk das schon, das wird hier richtig knackig. Und irgendwer ist da noch drüben, das ist noch markiert bei mir. Ah, da gibt's eine Treppe links drauf. Ja, schön im Licht, aber kann man schon mal machen. Ich schieß mal die Drohne ab, weil die kommt kurz zurück. Oh, voll die, okay, Polizei drum. Die haben nur die registriert zum Glück. Ja. Scheiße, der Typ kommt nicht. Oh, warte mal, der Wachturmroboter da. Der blinkt jetzt plötzlich. Ja, der scannt auch. Kommt der Typ runter oder nicht? Nee, kommt nicht runter. Oh, hinter dir oben auf an der Antenne. Den habe ich nicht mitgekriegt. Nein. Fuck. Okay. Zeit zu tanzen. Oh, Drohne. Oder irgendwas. Schön in Deckung bleiben. Komm hier hinter den Turm. Ja, nur dass der mich sowieso auf dem Kicker haben gerade. Ja. Das sind keine Drohnen, das ist ein Mörser. Oh, fuck. Lauf. Solange es keine Sattelkupplung ist. Oh Gott. Okay, du bist in Sicherheit. Ich freue mich. Achtung. Den habe ich. Drohne kommt. Ja, zwar ein Hubschrauber kommt angeflogen. Ja. Headshot. Müssen wir mal hier. Ne, passt schon. Oh, und der nächste. Achtung, Mörser, ja. It Takes Two, was ist das nochmal für ein Spiel? Achtung.
Wo schießen die denn? Geht denn jetzt schon wieder auf? It Takes Two, Ifrida, irgendwas sagt mir das, aber weiß nicht genau gerade, was das ist. Oh no, Panzer. Oh Gott. Panzer, ey, komm zurück, du bist gleich down. Scheiße. Also, einer von den Schwerden ist drüben. Hinter mir kommt einer hoch. Genau. Was habe ich denn hier eigentlich? Mörser. Ablenkungsköder. So, ich wollte dich ja eigentlich hier heilen. Oh, los. Oh, du liegst wieder an den unmöglichsten Stellen. Ja klar, dort wo man abgeschossen wird, weil sonst fliegt man ja nicht am Boden. Oh, mir geht wieder die Munition aus. Das gibt's doch nicht. It Takes Two, ja, ich weiß gerade gar nicht, Ifrida. Ich schätze mal ganz gut, wenn du das spielst. Ich bin jetzt, einfach nur am Scouten. Ey, gib mir mal ein bisschen Munition, oh Mörser, Achtung. Und der Wachturm da links ist auch noch da, oder diese Mörserstellung. Ja, der Wachturm ist auch noch da. Oha, der schießt grad. So. Zück in mein Scharfschützengewehr, weil ich bin doch nicht blöd. Kennst du It Takes Two? Ja. Was macht man da? Das ist ein Team. So wie A Way Out auch. A Way Out, das sagt mir auch was, aber ich weiß gerade gar nicht, was man da machen muss. Ist das so ein Ballerspiel? Ausbrechen! Ach, ein Gefängnis-Ausbrech-Simulator? Nee, oder Simulator nicht, aber... Ein Spiel, ja. Ausbrechen. Okay. Ich sammle gerade mal alten Stuff ein. Ja, ich brauche auch Munition, hey. Ja, also, Mörser? Ah, okay, nee. Danke, Ifrida. Ich muss mir mal anschauen, aber wenn man da so ausbrechen muss zusammen, klingt das ganz gut. Das macht bestimmt Spaß. Da gibt es auch so einen Hardcore-Horror-Shooter, der in der Entwicklung ist, wo man auch ausbrechen muss. Oder so ein bisschen Alien-mäßig. Man ist in irgendeiner Sci-Fi-Bunker-Anlage und muss irgendwas machen. Und der Panzer kommt auf mich zu. Zwei Schuss und. Oh, verdammt, wieso habe ich immer so Ammunition-Probleme? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass ich die schon mal hatte, diese Probleme. So, Junge, rede. Okay, ich hab jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe. Ja, ich auch, aber keine. Ach doch, ich glaube, ich hab wieder Munition. Oh yeah. Ich hab ein eigenes Scharfschützengewehr. Reichweite ist schlechter. Nee, ich bleib bei meinem Scharfschützengewehr. Das ist eh super. Okay, da haben wir ihn gerade verloren. Perfekt. Passt mal gut. Ja. Alles einsammeln. Oh, das ist glaube ich noch Munition. So, ich gehe mal hier ganz brav nach oben. Ja, ich kann mal. Und sag mal Hallo. Bleibt in Deckung, das ist noch nicht vorbei. Bleibt in Deckung, es ist noch nicht vorbei. Oh, Suchsprengwerfer. Okay, Scheinwerfer ist im Arsch. Oh, unten kommt einer rum. Oh, Mörser. Nee, das war so eine Sensorgranate von mir. Jetzt sieht man die Typen. Achso. Ja. Okay, hab ihn. Okay, ich denk beim Mörser. Schau. Ah, der Mörser ist automatisch. Okay. Bleibt in Deckung. Das ist noch nicht vorbei. Hä? Kann man den gar nicht kaputt machen? Doch. Oh, Ifrida, das klingt aber wirklich sehr sweet. Okay. Tatsächlich, so ein süßes Spiel. Oh, das klingt ja richtig, richtig putzig. Oha, das muss ich mir anschauen. Danke für den Tipp, das schaue ich mir an. Und dann nehme ich direkt Outriders mit, würde ich sagen. Und dieses Way Out muss ich mir auch nochmal anschauen. Markus, alles okay bei dir? Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt hier. Keine Ahnung, was da am Fallern ist. Ja, warte mal, ich.
Oh, Juggernaut, Jason. Da kommt ein Minigun-Typ. Oh, noch einer. Okay, einer down, aber der andere, der gerade auf dich geballert hat, ist noch da, nee, aber... Den Hobby, der auch okay, gut. Brauche nur zwei Headshots mit dem Scharfschützengewehr und schon ist er weg. Okay, gut zu wissen. Okay. Also Iforita, richtig putzig, was du da schreibst. Das freut mich. Nice. Bleibt in Deckung, es ist noch nicht vorbei. Sehe ich auch so. Irgendwo hier creept der Typ doch rum, der. Oh, ich hab einen Kompensator für PSG, also Präzisionsstützengewehr. Ein ja. Lass keinen am Leben. Okay, klingt gut. Und wie kommen wir jetzt hoch? Irgendwo da unten schleicht noch einer rum, aber er könnte auch im Gebäude drin sein. Das ist ruhig. Zu ruhig. Oh, voll die Anlage hier. Ist ja alles klar. Ist ein Gefängnis. Hey Markus, ich mach dir mal eine Liste an Koop-Spielen, die wir zocken müssen. Die musst du dir dann alle kaufen. Schon einmal. Ja, ich mach nur Spaß. Ich werde dir auf jeden Fall mal eine Liste geben, was ich mir gut vorstellen könnte und was dann am Ende einfach übrig bleibt, sehen wir mal. Mit dem Flying Dutchman, wer ist das? Ach so, mit dem Dutchman. Nicht mit dem Dutchman. Der Flying Dutchman ist der Zug. Der Zug? Der Flying Dutchman ist der Zug. Meint sie nicht den Dutchman von SnowRunner? Das ist leicht möglich, aber Flying Dutchman ist dazu. Ah, okay. Alles klar, Iforita. Wenn ich spiele, stream ich's, genauso wie Among Us, was sich auch immer wieder gewünscht wird. Und dann werde ich den Dutchman halt nicht nehmen. Ich weiß ja nicht mal, was überhaupt ein Flying Dutchman ist. Ich muss mir nachher mal... Du siehst so richtig, wie die Light eingesperrt sind. Okay, also ich muss mir da mal Videos anschauen. Da fehlen mir doch glatt die Worte. Der Flying Dutchman. Ich habe jetzt echt gedacht, sie meint so den SnowRunner Dutchman. Dann habe ich mir überlegt, warum? Was hat er in der letzten Folge, wo er mitgespielt ist, eigentlich verbrochen? Naja. Paula Madeira, die Drohneningenieurin. Was sagten Sie? Sie baut Drohnen. Wie die über die ganze Insel fliegen und Leute umbringen. Hey, egal was Sie gehört haben, sie arbeitet bestimmt nicht für Sentinel. Sie gehört zu uns. Sie ist mutig wie eine Löwe und sie ist eine Outcast. Ach so, jetzt habe ich es. Ach, der Flying Dutchman, ja, der fliegende Holländer. Gestürzten Helikopter. Gehen wir an einen sicheren Ort. Nee, keine Sorge, Iforita. Da bin ich schon mit Estancia Lapacho mehr als bedient. Oh, danke für den Tipp. Wobei, vielleicht, wenn ich mal... Sollte ich irgendwann mal voll besoffen von einer Party kommen, dann könnte es passieren, dass ich das mache. Aber da ich, wie ihr wisst, kein Alkohol trinke, passiert das wahrscheinlich eher nicht. Aber der moderne Mensch hat den Neandertaler ausgerottet. Oder zumindest dazu beigetragen. Vorerst denke ich nur. Ah, das ist hier unsere Freundin. Jupp. Freund. Das ist nicht die Freundin, was wir suchen. Aber die ist das die aus der Zwischensequenz von eben. Jupp. Oh, was haben die denn hier Leckeres? Oh, Leute, Kuchen. Und was ist das? So eine Art Pastete? Ist das hier ein leckeres Brötchen mit Lachs? Schon wieder alles leer gefuttert. So, ich komme wieder runter, oder? Jo,
Ich bin gerade beim Haupteingang raus. Ich bin vorhin hinten rein, habe ich gerade gemerkt. Okay. Da. Oh, da kommen wir genau zum Helipad raus. Das ist ja super. So, so, der Gefängnistrakt hier. Aber gute Kaffeeautomaten haben die. Oh, hier ist zu. Oh. Das ist kein normaler Heli. Ein guter Kampfhubschrauber, ja. Oh ja, der hat zwei Miniguns. Ui. Cool. Bin auf dem Weg. So, ah ja, da gehe ich mal an die... Ne, Passagier, nicht Schütze, genau. Ich habe mal mit einem Battlefield 3 im Multiplayer gespielt. Und da habe ich auch am Geschütz gesessen, am Hubschrauber. Und der ist immer so eine Linkskurve geflogen. Ums Camp rum wollte er sich ballern. Und ich habe rechts gehockt und konnte nur in den Himmel gucken. Ich wusste nicht, dass man den Platz wechseln kann. Das war schon herrlich. Boah, da ist ja voll der, was ist das denn da bei dem Staudamm? Eine Hafenanlage. Ja, es sieht irgendwie wie eine wichtige Anlage aus. Naja, solange uns hier noch keiner entdeckt hat. Boah, die Bäume kommen ganz schön nah. Links ist noch eine Bodendrohne, ne? Das ja. Links. Ich sitze rechts. Ja, warte, dann drehe einmal rum. Soll ich die umballern oder was? Das war Dinger, was davon. Ja, soll ich die abballern? Aber das. Nee. Das sind so Bodendrohnen. Die sehen auch gefährlich aus. Ja, das sind auch ziemlich. Wow. Wenn man halt einmal mehr in die Richtung lenkt, Ja, sanfte Landung. Müssen wir hier raus? Ja. Ah, genau das habe ich auch gerade vorhin gemacht. So einen Garn und Warm mitgenommen und das mit vorne abschließen. Ja, warum nicht? Okay. So, was sagt die Munition? Oh, wieder 50 Schuss, ey. Irgendwas mache ich falsch. Ach, die ist mitgekommen, die Alte. Krass. Ich meine, die Junge. Ach, das ist ein Typ. Oh, vergiss, ja. Was ich gesagt habe. Sie ist ein guter Mensch. Was wollen Sie von mir? Wir arbeiten daran, einen Sektor von Drohnen zu säubern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Ich habe Ihren Namen gehört, als Sie über Sperrgebiet 1 geredet haben. Vielleicht ist sie dort. Oha, scheiße. Lösen. Ja, oder? Projekt Omega. Lösen. Nachforschung abgeschlossen. Ja, gute Arbeit, Markus. Also wissen wir, wo sie ist. Ich nehme an, sie ist Sentinels Joker für das Killer-Drohnen. So, wo ist sie denn? Dreckskerl! Sie holen sie da raus, ja? Ist mir egal, um welchen Preis. Es bleiben Sie locker. Ich mach das schon. Weil wir sind mitten in dem Sperrgebiet. Okay, let's rock and roll. Und ich brauche Munition. Da links ist was. Ich gehe mal in das Fischerhäuschen da. Spurlos. Nee, warte schon, welche. Was ist denn hier akzeptieren? Muss ich akzeptieren, ja. Okay, akzeptiert. Nice, jetzt wird er mir auch angezeigt. Wir haben sogar in dem Sperrgebiet angefangen, ne? Die Mauer, wo wir am Anfang waren, kehrt zu dem Sperrgebiet. Gut. Oh wei. Oh wei. Was ist denn hier eigentlich noch? Oh. Falls du Munition brauchst oder Heilung... Ist hier drin. Munition habe ich nur. Oh, ha. Ja, das wird wahrscheinlich alles da ziemlich heavy sein in dem Gebiet. Weil das ist immerhin ein fettes Sperrgebiet. Das schaffen wir schon.
Ja, naja, ich bin jetzt eh sowieso, weil wir haben, glaube ich, schon noch, oder? Ja. Fast schon Viertel noch. Ach so, du musst gehen, okay. Schade. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, naja, gut, ist halt so, ne? Oh, ich habe noch eine neue Waffe, eine neue MP. Wenn ich hier Waffen finde, kann ich die direkt ausrüsten? Oder muss ich die erst im Shop kaufen? Ach so, ich dachte, die müsste ich dann. Okay, oh, voll das lange Teil. Brutal. Ja, also ist auf jeden Fall schon echt nice, so ein Koop. Markus, ich nehme ja mal an, genau wie so Forest spielen wir auch Breakpoint jetzt öfter, oder? Jo. Ich tue mal gerade noch die neigen Waffen ausrüsten. Oh, was sehe ich da? Die Iphorite, hier ist StarCraft-Zeit. Ja, warum eigentlich nicht? Dann könnten wir ja um 10:30 noch bis Mitternacht Terran Action machen. Ich würde ja jetzt. Oh, Moment mal, was ist denn mit meinem Schalldämpfer los? Ist der ab? Ach so, nee, der ist noch dran. Also Ghost Recon Wildlands muss ich auch noch durchspielen, ne? Wenn du das mal für einen Apfel und ein Ei bekommst, also mit anderen Worten billig, kaufst dir, dann würde ich das gerne mit dir auch noch Koop zocken. Ja. Es ist auf jeden Fall auch sehr gut und es hat auch mittlerweile ein paar DLCs sogar noch. Ja, das spielt in Bolivien auf jeden Fall. Ja, was? Also ich glaube, es gibt kein anderes Spiel, das in Bolivien spielt. Ich find's cool. Ich mag ja auch so Mexiko und so spanisch angehauchte Dinge. Es passt vom Thema besser. Ja, wie man es nimmt, ne? Ich meine, Breakpoint hat viel Kritik kassiert, zu Recht. Und so geil fand ich das bis jetzt im Singleplayer auch nicht, aber jetzt, wo ich das heute mal so ein Stündchen mit dir gespielt habe, habe ich voll Bock drauf, merkt man ja. Also von mir aus, oder was heißt von mir aus, wir müssen auf jeden Fall auch Wildlands spielen, Markus, da führt kein Weg dran vorbei. Oh, Alter, aber das ist ein starken Zoom, oder? Es kommt mir einfach nur gerade zur Ruhe im Haus. Muss ich hier eigentlich irgendwie speichern, oder speichert das von allein? Nee, ich habe schon... Das speichert von allein, gell? Jo. Okay. Das ist übrigens meine Handfeuerwaffe, meine Pistole. Ja, auch nicht schlecht. Mal gucken, was habe ich hier. Boah. Ich glaube, mein Silencer... Ne, wir haben fast denselben optisch. Nur die Knarre ist... glaube ich, ein bisschen anders. Da kann man kein Visier dran bauen. Das ist leider ein bisschen kacke. Boah, ich mag hier irgendwie diese Knarre. Ich weiß auch nicht. Die ist nice. Ne, FG. Jo, ich hab ne MP und das Scharfschützengewehr. Ja, gute Mischung. MP einfach bei wegen der Feuerrate. Ach, bevor ich ja Feuerstoßmodus drin hab, also immer 3 Schuss. Sehr schön. Weißt du, was mir dabei auch gerade noch so einfällt? Wir müssten auch so Division 1 und 2 zocken, Markus. Division 1 habe ich sogar, weil es ey, geil. Giveaway gegeben hat. Alles klar, dann weißt du ja, was wir nächste Woche machen. Oder ja, diese Woche. Wenn ich dafür genug Speicher habe. Ja, das klappt schon, Markus. Ich hätte so 120 GB auf meinem SSD, aber da läuft es langsamer. Weil Breakpoint läuft auf meiner 1.2, deswegen habe ich kaum Ladezeiten. Na, wie auch immer, du machst es schon. Ich nerv dich, du weißt ja, wie ich bin. Ich frage immer ganz freundlich nach. Und nach Division 1 kommt dann natürlich Division 2, aber bis dahin haben wir noch Zeit. Bei Division 1 habe ich auch noch viel vor mir. Genug. Was? Die Division 1 geht wahrscheinlich down genug. Ja, ja. Ich habe das seit Release und ich habe das auch ein paar Mal im Koop mit 4 Leuten gespielt und dann wieder alleine und alles. Und ich bin immer noch nicht beim Ende. Also. Ja, die Division 1 ist eh sowieso auch besser für Koop geeignet, weil das ist sowieso Vierer Squad. Ja, und ja, aber so Division 2 ist doch auch kein schlechtes Spiel, finde ich. Ja. Also ja, ich finde es gut. Ich meine so, die Division, also 1 und 2, sind besser für so Multiplayer-Runden mit Freunden, als wie jetzt eben Ghost Recon. Ja, also ich muss dir sagen, ich finde, also
Wie eben schon aufgezählt, Ghost Ring Wildlands, Breakpoint, Division 1 und 2. Habe ich jetzt richtig Bock mit dir zu zocken. Und ich bin mir auch sicher, dass das richtig geil wird. Und natürlich auch The Forest war ja auch sehr cool und SnowRunner war auch cool. Und dann fallen mir bestimmt noch ein paar Spiele ein. Du musst doch mal irgendwann auf Estancia La Pacho vorbeischauen mittags. Nee. Hörst du das? Bitte? Hörst du das in-game? Mein In-game ist ein bisschen leise. Ich höre natürlich Baller-Action und was die reden, so, aber jetzt gerade. Das, was du gerade hörst, sind die Drohnen da drüben. Okay, die zischen so. Ach ja, die, ja genau. Willst du die noch platt machen, bevor du gehst? Nee, aber anschauen kann man da immer. Ja, aus Anschauen wird schnell mehr. Ja, das weiß ich ja, aber deswegen gehe ich schön vorsichtig dazu. Gefahrenzone. Ich glaube, das heißt, die sind zu krass für uns. Ja, vergiss es, ja. Die kriegen wir nicht platt. Nee, die kriegen wir wahrscheinlich die, nicht. Die, da kannst du draufballern, wie du willst. Ich bin schon in Tarnung grad. Ja, ich auch, aber pass mal auf, die sehen uns bestimmt trotzdem gleich. Wenn sie zu uns. Da hinten ist noch eine dritte von den Drohnen. Aber hörst du das? Du meinst Iforita? Ja, ich höre das. Klingt schon futuristisch. Du meinst, sonntagsabends macht die Session viel erträglicher, wenn wir noch eine Runde StarCraft spielen, Iforita? Ja, wie. Klar doch. Da müsst ihr, wie gesagt, um halb dann. Da muss ich nur schnell alles umstellen für StarCraft und mir noch ein Käffchen aufsetzen und dann kann es losgehen. Oh, wieso brennt denn der? Ach nee, der brennt gar nicht. Der brennt nicht, das leistet am Muss. Da kriegt man ja richtig Angst hier. Jo, ich hab den einmal in einer Höhle zusammenballern müssen. Ja, ich hab auch mal meinen Spaß gehabt. Ich hab da eine halbe Stunde geballert und bin immer wieder abgehauen, aber das. Ding war schon sehr zäh. Ich bin Stealth und dann vorbei, hab die Aufgabe erledigt und hab den dann zusammenballert, einfach aus Spaß zum Looten. Ja, nice. Natürlich mit KI-Squad. Ja. Ja, geht ja auch ab schon. Hast du gerade geschossen oder war das ein Ass, nee, der geknackt hat? Ich hab nicht geschossen. Okay. Das ist das Amon-Angriffsgebiet. Das ist ein Rebellenunterschlupf. Der Scheune da. Ah ja. Gut zu wissen. Merke ich mir. Deswegen so hohes Level. 160. Wir sind beide unter 100. Ja. Deswegen. Don't try this. Nope. Muss nicht sein. Ja, da ist die Mission, okay. Dann machen wir dann das nächste Mal weiter. Spurlos Madeira finden, klingt nice. Ja, der ist nicht so weit weg. Ja, das stimmt. Und ich habe hier, ich kann meinen Typen wieder hochskillen. Das mache ich dann mal in Ruhe. Okay, Markus, dann logge ich mal aus, oder? Ja. Gut, dann sage ich mal hier an den Stream, an den Chat. Danke, Freund 4 nochmal fürs Following und ja, danke an die Stammzuschauer. Wir sehen uns gleich in 10 Minütchen hier wieder. Dann mit StarCraft 2 Ranglisten-Session. Und Markus, wow, vielen Dank. Ich krieg gerade von Epic Store so eine Meldung, spare bis zu 75% bis zum 8. April. Ja, nicht schlecht. Hey, warte mal gerade, wieso sind da zwei Typen gekommen? Guck mal, das AI-Squad ist plötzlich da. Ja, weil ihr rausgegangen seid. Ach so, deswegen. Ah ja, gut, also Markus. Dann nochmal vielen Dank fürs Mitspielen. Ich freue mich schon auf die ganzen Spiele, die wir in Zukunft spielen. Und ich freue mich auf die Spiele, die wir jetzt schon spielen. Und ich freue mich auf die nächste Session mit Ghost Recon mit dir. Jo. Ja, oh, gut. Also dann, liebe Zuschauer, bis gleich in 10 Minuten. Einfach hier auf dem Stream bleiben oder dann nochmal einschalten. Macht's gut, bis gleich.